scheinbar wieder ab. Sollen wir mal nachsehen? Ah, die sorgen schon dafür, dass alles gut wird. Da kommt keiner mehr. Aber man kann schon wissen, ob der Herzog nicht... Letztes Mal habe ich es vergessen und hatte danach einen Hexenfisch in der Jacke. Hat der Herzog einen neuen oder Affen aus Pandeschen mitgebracht. Raubt mir den Schlaf, wenn ich dran denke. Wassertragen das Bein gebrochen und mein dreijähriger Sohn hustet seit Wochen. Er ist so blass, grau fast. Ich könnte sie herbringen. Es tut mir sehr leid. Luft ist schwer heute. Lässt einen kaum atmen. Was? Nein! Meine Kinder brauchen mich! Lassen Sie mich gehen! Wie eine Hose ohne Beine. Hätte auf Mama hören und Friseur werden sollen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Naja. Irgendwann kracht es.
Fühle ich den Wind auf meiner Haut und deine Berührung. Es muss einen Hauptschlüssel für das Labor geben, irgendwo. Sorgen dafür, dass sie bleibt, wo sie hingehört. Hypatia darf das Addermile nicht verlassen. Denken Sie dran. Sir, neulich Nacht war sie auf einmal weg und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Sie mich eins klarstellen, Corporal. Die gute Frau Doktor... Du bist so tot!
Anfälle werden schlimmer und ich habe verstörte Träume. Selbst die Ruhe weicht mir aus. Herzog Abele wirkte zuerst übermäßig behütend. Aber ich werde immer mehr zur Gefangenen in meinem Labor. Die Soldaten lassen mich in Ruhe. Trotzdem fühle ich mich beobachtet. Wirklich traurig macht mich der Verlust meiner Arbeit. Mir hat die Verbindung zu den Leuten, die mich wirklich brauchen, immer gut getan. Die Arbeiter und ihre Familien. Wenn ich höre, dass ein Fieber ausgebrochen ist oder die Bergleute eine neue Krankheit haben, schmerzt es mich, dass ich nicht bei ihnen sein kann, um ihnen das Leid zu nehmen. Sie ein Patient von mir? Tut mir leid. Ich sollte das wissen. Ich möchte Sie etwas fragen. Verbergen Sie Ihr Gesicht wegen einer Narbe? Die Krankheiten, die wir hier behandeln, sind weiter verbreitet, als die Leute zugeben. Ich bin nicht deswegen hier. Ich suche Anton Sokolov. Sokolov? Ja, er war kurz hier, aber sie hat ihn weggebracht. Zu Kirin Jindosh. Haben Sie das eben gehört? Was ist mit dem Kronmeuchler? Ist er Ihr Patient? Der Kronmeuchler? Der Name ist aus den Zeitungen. Ich weiß nicht. Ach ja, die Morde. Da war ich in Dunwall, um Krankheiten von Walfängern zu untersuchen. Moment, hat da jemand nach mir gerufen? Ich bin so vergesslich geworden. Der Kronmeuchler ist interessant. Da kann ich Ihnen bestimmt helfen. Es lief alles so gut und jetzt lässt mich mein Gedächtnis im Stich. Wer ruft mich da? Entschuldigen Sie. Wir kriegen selten Besuch. Nur einen in letzter Zeit.
Bestimmt könnte ich Säure damit herstellen. Die würde ich dem Herzog direkt ins Maul schütten. Hier läuft was furchtbar schief, aber ich weiß nicht was. Ich habe wieder was unter den Fingernägeln. Womit habe ich noch gearbeitet? Jod vielleicht? Was sie wohl dazu sagen würde. Am Leben lässt, nachdem ich ihnen Blutfliegen eingenäht habe. Gehören sie zur Garde? Ja! Sie wollen mein Blut. Das ist ein Rätsel, oder? Wenn du mich tötest, stirbt Hypatia auch. Wie fühlt sich das an? Im seidenen Bademantel. Ich stell mir nur kranke Leute vor, die über Tee und Kuchen Blut spucken. Ich krieg hier echt eine Gänsehaut. Das ist der Wachturm. Was ist aus diesem Wächter geworden? Hamilton. Die Nachtarbeit hat ihn angeblich in den Wahnsinn getrieben. Ja, der sitzt zu seiner eigenen Sicherheit irgendwo in der Krankenabteilung. War Hausmeister zur Zeit des alten Herzogs Theodanes. Hat so lange hier gearbeitet. Yeah.
Alarm! Ein Nicht! War doch nicht. Zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber was zum... Ich leg mich hin, bis ihr soweit sind. Können wir hier weg? Es gefällt mir hier nicht. Bereit? Ja, gehen wir zurück zur Dreadful Whale. Sie haben Sokolov nicht gefunden? Nein, aber Hypatia ist tot. Wie bitte? Sie war der Kronmeuchler. Der Herzog hat sie dazu gebracht, sich eine falsche Mixtur ihres Serums zu spritzen. Es hat sie verändert. Sie hat es nicht mal gemerkt. Und Sokolov? Sie haben ihn zu einem gewissen Kirin Jindosch gebracht. Der Großerfinder des Herzogs. Er soll ein Genie sein. Sterben wir alle an.